Abinke und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mario Zockt Need for Speed World. Dieses Mal werde ich mal eine Verfolgung spielen. Die habe ich nämlich letztens für mich entdeckt. Ich finde das voll abgefahren. Ich muss nur jetzt. So. Ich finde das ein bisschen doof auf der Karte, wenn man da mit der Maus dann über was. Also, wenn man ein Event ausgewählt hat und kommt dann mit der Maus aus Versehen über ein anderes Event, dann wird sofort das ausgewählt, obwohl man ja eigentlich nur versucht, zum Beispiel auf Teilnehmen oder auf Teleport zu klicken oder zu kommen mit der Maus. Und das haben sie ein bisschen scheiße direkt ausgewählt. So, schauen wir mal. Ich hatte ja bei meiner heutigen Schatzjagd schon gesagt, dass ich eventuell irgendwo bei Stufe 5 schon ausgestiegen bin. Letztes Mal. Nö, scheint nicht so. Stufe 1. Was braucht denn der da für ein Zeug? Als Code 6? Ich bin doch gerade erst. Achso. Er versucht mich abzuhängen. Ja, na klar, versucht dich abzuhängen, Depp. Was hast du denn gedacht? Das heißt schließlich Verfolgung. Oder Flucht? Ich weiß gar nicht. Okay. Da ist er ja wieder, mein Freund. Oh, ich habe Fahrerflucht begangen. Ich bin ein böser Bube. Aber ich flüchte. Nee, ich will noch nicht flüchten. Komm, flüchten ist jetzt langweilig. Ich nehme doch auf. Eidewei. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in westlicher Richtung. Ich bin zu gut. Ich setze gleich noch einen hinten dran. Bin ja gar nicht so. So, keiner hat was gesehen. Ich habe schon fast die Hälfte von meiner Verfolgung. Was? Hä? Das war nix. Kommt, ich knutsche jetzt gerade mal direkt. Ah, wo knutschst du denn rum hier? Sag mal, wie soll ich denn da treffen? Du bist ja ein Depp, ehrlich. Du bist ja ein Depp. Dämliche Wolle. Ah, da ist er ja. Tempo überschritten, ja, mit 230 in der City ist schon. Da kann man von Tempo, ja, überschritten durch mal reden. Hey, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist noch einer, guck mal. Das sind schon drei. Allein traut euch wohl nicht mehr, hä? So, Polizei haben wir auch gerammt. Eigentlich wollte ich mich da ja ganz cool durchschlängeln, aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert. Ja, ja, schaltet ihr euch nur gegenseitig aus, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Sachbeschädigung, boah, ich hab voller umgefahren. Da krieg ich bestimmt Haue für. Hihihi, was war das denn? Den habe ich nicht gesehen. Naja. Umso mehr Sachschaden gibt's. Oh, ey, krampfst du mir mal im Hintern rum, sag mal, Alter. Wie kommen wir denn da hin? Wenn es jeder machen würde. Mr. Fabulous. Ach, da hat es auf den Rücken gedreht. Wie eine Schildkröte hier. Komm, verzieh dich. Was? Ich bin doch kein Raser, sag mal. Das sportliches Fahren nennt man das. Raser. Hier ist schon Baum getroffen. Bin ich verboten, oder? Ich will die ja immer gerne ausschalten, indem ich so einfach volles Rohr abklotze, aber ich stresse nicht. Nein, ich will nicht. Ich will nicht flüchten. An alle. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen. Ach komm, erzähl ihm, ich hab euch doch schon längst wieder gesehen da hinten. Umgehend die Sperrung des Sektors. Der Verdächtige muss sich irgendwo versteckt haben. Einheiten bleiben bis Bonuskarte. Auf Code 6. Na toll. Statt dass was Anständiges kriegt, krieg ich Geld. Zentrale, nochmal. Brauche Verstärkung an meiner Zeit. Nochmal! Perfekter Start. Ah, diesmal kann ich gleich. Ja, so macht man das. Hier kommt noch der nächste. Ich wollte euch ja auch mal ein bisschen Spaß gönnen hier. Ich wollte mal so tun, als würde ich mich gleich fangen können. Oh, ich hab sie nicht getroffen. Jetzt hat es mich extra super schwer gemacht. Tempo überschritten. Ich bin gar nicht so schnell mit 130. Geht doch noch, oder? Naja,
Ja, die Polizei, das sind alles so. Die sind so penibel. Ja. Und du übernimmst hier, das war definitiv zum Zweifel. Ich bin dabei und helfe euch, sehen vor mir. Mhm. Ja genau, hilf denen mal. Weil alleine packen sie das nicht. Hey! 10:38, wiederhole! 10:38, wir sind. Warum schreist du das so in dein Mikro? Bist du bescheuert oder was? Kannst du dich nicht anständig ausdrücken? Musst du rumschreien? Guck mal, da leuchtet's. Es leuchtet und blinkt. Ja, der fährt. Da ist er einfach mal. Oh, jetzt sind die Staatseinheiten am Ei hängen. Ja, und jetzt? Ich wüsste gleich schon wieder. Ihr seid echt Luschen, sag mal. Halte mich weiter für Verfolgung bereit. Nicht, ich will noch nicht flüchten. Da, ich sehe euch. Es sah gar nicht so aus, als würde sie die Verfolgung fortsetzen. Wir haben ein Code 6 Objekt, das sich weigert anzuhalten. Ich bin ein Objekt, das sich weigert anzuhalten. Ja, ich kann gar nicht anhalten. Ich habe keine Bremsen. Leute, es tut mir ehrlich leid. Ich würde ja gerne. Ernsthaft, ich kann nicht. Meine Bremsen funktionieren nicht. Ich hab's schon versucht, hab die Füße aus dem Fenster gehalten, aber es hat nichts genutzt. Geht nicht. Tut mir leid, ich kann's nicht ändern. Ja, Nagelbänder hier schon auslegen oder was? Ich brauch doch wohl die Hapsen nicht mehr ganz alle. Ich hab doch gerade erst angefangen. Zentrale, wir haben Schwierigkeiten. Wir haben Schwierigkeiten. Oh, ihr habt Schwierigkeiten. Oh. Jetzt hast du Schwierigkeiten. So, nur weg da. Nee, die fahren einfach Autos um. Die gefährden Zivilisten. Ihr Bullen seid scheiße, ehrlich. Dafür muss ich euch 12 Cops markiert. Ich habe immer noch keine Ahnung, was markiert bedeutet. Jedes Mal, wenn ich der Meinung bin, jetzt habe ich einen voll umgediegelt, dann kriege ich gesagt, ich hätte markiert. Boah, kommt nicht kritisch. Ah. Einmal Küsschen bitte. Wo ist das denn, Jenny? Ein auf dem Arsch! Er hat gedreht, wir fahren wieder in die Gegenrichtung. Ja, natürlich. Ich glaube noch nicht, dass es euch so leicht macht. Alarmstufe 4. Ich habe 60.000 Sachschaden verursacht. Nein, ich werde nicht langsamer. Ich habe gesagt, meine Bremsen funktionieren nicht. Wir haben hier einen Notfall. Und wir haben ein ernsthaftes Kommunikationsproblem. Genau, so schnell es geht. Sonst ist er wieder weg. Der versteckt sich im Busch. Nee. Das zeigst du mir aber mal. Kreist ihn ein und setz ihn fest. Genau, kreist ihn ein und setz ihn. Kreist ihn ein vor allen Dingen auf einer Straße. Das zeigst du mir aber mal. Boah, ich glaube, wenn ich jetzt flüchten kann, dann flüchte ich. Oh nee, da ist schon einer. Egal. Dann einmal voll rein. Was? Ich hab mich nicht verstehen können. Mein Auto ist so schnell. Wieso? Ich glaube wohl, ihr habt dich an Eiern oder was, wenn wir zugreifen. Ihr seid ja perversos, ehrlich. Ja, hier Nagelbänder. Nee. 80.000 Sachschaden, ja. Guck mal, mit dem Arsch auch nochmal angedotzt. Ich muss den Typen bremsen. Dann bremst mich doch einfach. Mach doch mal. Zeig doch mal, was du kannst. Lusche. Das Maul aufreißen kann ich auch. Guck. Bundeseinheiten. Ja, wenn Bund und Länder hinter mir her sind, dann mache ich jetzt natürlich die Grätsche und bleib ganz brav. Knautsch. Nagelbänder umfahren, okay. Okay, verstanden. Was hast du verstanden? Ich hab doch gar nichts gesagt. Bodeneinheiten. Ach, das heißt, es gibt auch Lufteinheiten. Geil, so ein F-16 Abfangjäger oder sowas. Lasst ihn nicht vorbei. Lasst mich bloß nicht vorbei, sonst. Oh, jetzt ist er ja doch vorbei. So ein Mist. Du willst mich kaufen. Ich bin nicht käuflich. Ich hab mich gar nicht überschlagen. Du bist bloß so. Der lügt. Der lügt. Der hat gelogen. 30 Kopf markiert. Ach Leute, ich hab doch gar kein Edding, oder was? Krüppel! Du stehst auf Code 3. Was ist das? Das klingt irgendwie pervers.
Ich stehe auf Code 3. Ich stehe auf Code 6. Oh, du hast mehr als ich. Jetzt gehe ich lieber nach Hause. Genau, ihr braucht Hilfe mit. Ich bin kein Typ, Leute. Ich habe einen Namen, okay? Typ. Ich gebe dir gleich Typ. Wer hat das gesagt? Komm her. Ah, ich bin voll durchgekloppt. Ich bin ein... Notfallmanöver brauche ich nicht. Ich muss meine Reifenreparatur. Reparation, Nationierung. So, schon gemacht und Schwergewicht. Ist der da eben in seine eigene Straßensperre reingefahren? Mein Gott, ihr Bullen seid... Wie bescheuert muss man eigentlich sein, verdammt nochmal, um Polizist zu werden bei euch? Eine einfache, kleine, kognitive Superoptimierung reicht da wohl nicht aus für, hä? Da muss man schon Schwergeschütze auffahren. Sowas wie, ich fahre jetzt einfach mal in meine eigene Straßensperre rein. Hey, Fred, ich hab dich umgefahren, das tut mir echt leid. Aber ich bin Polizist, wie du weißt. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Ihr würdet gern. Ich habe das Gefühl, diesmal kann ich nicht mehr entkommen. Aber ich würde gerne wissen, wie viel Kohle ich kriege. Und ob es auch noch. Und ob es auch noch weitergeht als Stufe. Ey, ich kann ja noch entkommen gleich. Nee, da ist schon wieder irgendwo einer. Scheißen weg. Da vorne sind auch welche. Der fährt mal in die Mauer rein. Ja, warum auch nicht? Du bleibst wenigstens nicht langweilig. Du wirst wenigstens nicht langweilig. Bleib aufregend. Das kommt das Gleiche raus, hört sich nur ganz anders an. Ach, ich wollte mich wieder so schön da durchschlängeln, wie ich das eben gerade hatte. Der eben war gut, oder? Sagt mal ehrlich, Leute. Der eben war gut. Ich habe da wunderbar durchgepasst. Ich kann nicht weiterfahren. Der Arsch hat sich unter mein Auto geschoben. Okay, Bille, genau. Ich muss ja immer zugestehen. Also der war ja jetzt nicht schlecht, ja. Wenn mein Auto dadurch aufhalten. Na, da, da. Mein Auto dadurch aufhalten zu wollen, wollte eigentlich sagen, dass du dich runterschiebst und ich nicht mehr weiterfahren kann. Deswegen, so wie er jetzt schon wieder. Ich glaube. Okay, das war's. Erwischt. Ja, ihr habt mich gestoppt. Ja, kauft dir doch einen Lolli dafür. Verstanden, Code 6 Ziel wurde gestellt. SRU ein Leute, unterwegs. Das war's gewesen. Ich würde sagen, also ich habe auf jeden Fall meinen Spaß gehabt, wenn ihr auch Spaß gehabt habt, dabei zu tun. Dann schmeißt mir das in die Comments, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Es gibt auf jeden Fall noch mehr oder es wird auf jeden Fall noch mehr davon geben. Allein was die Verfolgung angeht, ich finde es voll abgefahren. Das macht mir richtig Laune und deswegen verzichte ich auch darauf, euch zu sagen, dass ihr mir das auch gerne, wenn es euch nicht gefallen hat, weil es kann euch gar nicht gefallen haben, weil so gut, wie es mir gefallen hat, das reicht für locker 50 Leute, dass es denen auch gefällt. Und da ich bisher nur 9 Abonnenten habe, tut mir leid, ihr habt einfach Pech gehabt, es muss euch jetzt gefallen haben. Deswegen sage ich einfach mal, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß da draußen, na Winke, bis zur nächsten Runde.